Unser Anfang steht im Namen Gottes des Vaters, der das Leben erschaffen hat. Und im Namen Gottes des Sohnes, Jesus Christus, der uns die Liebe und die Vergebung zeigt. Und heute vor allem im Namen Gottes der Heiligen Geistkraft, die uns beflügelt und zusammenbringt. Amen. Paulus schreibt: Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Geschätzte Kollegen von der katholischen Pfarrei und von der evangelisch-methodistischen Kirche und von der christlichen Gemeinde Männedorf, ich freue mich, dass wir gemeinsam Pfingsten feiern. Seien auch Sie alle aus den vier Gemeinden herzlich willkommen. Es ist doch schön, dass wir jetzt gemeinsam das Wort hören und zusammen beten und singen können. Das ist eine Folge der Corona-Krisenzeit, in der wir viel aneinander Anteil genommen haben, sodass wir nun beschlossen haben, diesen Pfingstgottesdienst gemeinsam zu feiern und so ein Zeichen zu setzen, dass wir zusammengehören, dass all unsere Gemeinschaften aus demselben Pfingstwunder entstanden sind und wir alle uns nach demselben Herrn orientieren. Nach Jesus Christus. Ich werde anschließend den Beginn des Pfingstereignisses lesen. Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgegossen. Geburtsstunde der Gemeinde, der Kirche. Ohne Pfingsten gäbe es keine Christenheit. Eigentlich hatte Jesus seinen Nachfolgern beigebracht, dass er nun zur Rechten Gottes aufgefahren ist. Ihm sei alle Gewalt im Himmel und auf Erde gegeben. Jetzt soll Friede auf Erden den Menschen werden. Seine Jünger sollen Zeugen davon sein, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Es sind etwa 120 Jünger beisammen. Kaum jemand in der Stadt bemerkt noch etwas von dieser Gruppe. Sie warten, sie beten. Als der Heilige Geist auf sie fällt, katapultiert es sie auf einen Schlag in die Öffentlichkeit. Tausende aus der Stadt strömen zusammen. Das eigentlich Spektakuläre aber ist, der gibt die Geburt einer neuen Gemeinschaft von Menschen. Das Oben und Unten wird durcheinander gewirbelt. Der Geist ist unterschiedslos auf alle Menschen ausgegossen. Söhne und Töchter, also Frauen und Männer, Junge, Alte, sogar über Knechte und Mägde. Am Ende von Apostelgeschichte 2 lesen wir von einer Gemeinschaft, wo die Menschen sich umeinander kümmern. Es heißt, sie verkauften Hab und Gut und teilten davon aus, jedem zu, so viel er nötig hatte. Der Friede unter den Menschen nimmt seinen Anfang. Und deshalb ist es so symbolträchtig, dass wir miteinander als unterschiedliche Kirchen gemeinsam dieses Pfingstfest feiern, trotz Social Distancing. Ich lese die ersten 13 Verse aus der Apostelgeschichte 2. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt
und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden und fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien, Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden, Proselyten, Kreter, Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Die sind vom süßen Wein betrunken. Zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und das ist passiert. Jesus hat am 50. Tag nach Ostern die Jünger und Jüngerinnen mit Geist und Feuer taufen lassen. Es war eine Art Vermächtnis des Auferstandenen, ein Riesengeschenk. Die Menschen erlebten zum ersten Mal freudige Glaubensgemeinschaft, Verständnis untereinander durch alle Sprachen, Begeisterung. Es war wie ein Rausch. Was bedeutet das nun für uns heute am Pfingsttag im Jahre 2020? Es gibt für mich noch einen anderen Aspekt dieser Feuer- und Geisttaufe. Eine Feuertaufe ist auch eine Bewährungsprobe im Ernstfall. Der Ernstfall, das ist das Feuer, durch das wir hindurch müssen. Und entweder gelingt es uns und wir gehen gestärkt daraus hervor,
oder wir werden beschädigt, wir verbiegen uns. In meinen Recherchen über die heutige Pyrometallurgie habe ich einen Hinweis auf biblische Stellen gefunden und es heißt dort: In der Bibel werden frühe Metallurgen und ihre einfachen pyrometallurgischen Techniken beschrieben. Sie weichen von den heutigen in ihren Grundlagen nur wenig ab. Es geht also damals wie heute um die thermische Weiterbearbeitung von Erzen oder die Läuterung von bereits gewonnenem Material durch Techniken wie Feuerraffination, Seigerung oder durch Abrüsten. Für die braucht es große Industrieöfen und Hightech-Maschinen. In alten Zeiten wurde Edelmetall folgendermaßen geläutert. Und eben, es war eigentlich dasselbe. Das Silber nämlich wurde in die heißeste Stelle des Feuers gehalten und die unerwünschten Bestandteile, die Schlacke, das Erz, werden weggeschmolzen. Der antike Silberschmied musste es aber ständig aufmerksam im Auge behalten, denn wenn die Erhitzung zu lange dauert, kann das Silber zerstört werden. Und es heißt, in dem Zeitpunkt, wenn der Silberschmied sein eigenes Spiegelbild im Silber sehen kann, dann ist es geläutert. Dieser Vorgang wird in der Bibel gern als Bild gebraucht für die Läuterung der Menschen durch Gott. Der Prophet Jeremia braucht dieses Bild. Es heißt bei ihm, Kapitel 6, Vers 27 bis 30, Gott sprach zu mir: Prüfe mein Volk, so wie man die Reinheit von Metallen prüft. Ich gebe dir den Auftrag, herauszufinden, wie es um sie steht. Da musste ich erkennen, sie sind widerspenstig. Schlimmer geht es nicht mehr. Sie begehen Verbrechen und verleumden andere. Sie sind nichts als Bronze und Eisen, nur unedles Metall. Der Blasebalg schnaubte, das Feuer war heiß genug. Doch das Silber ließ sich von den Schlacken nicht trennen. Alles Schmelzen war umsonst, die Gottlosen wurden nicht ausgeschieden. So bei Jeremia. Ich sehe Pfingsten auch als Bild für eine mögliche Läuterung. Wir werden als Volksgemeinschaft ins Feuer der Corona-Bedrohung gehalten. Was für Unreinheiten und Schlacken könnten bei uns heutigen Menschen weggeschmolzen werden? Vielleicht unsere Konsumsucht mit verheerenden Folgen für die Umwelt? Oder unsere über alles hinwegfegende Hektik? Unsere Vernachlässigung aller Menschen, die nicht jung und gesund und erfolgreich sind? Wer würde in diesem Bild dem schwachen Silber entsprechen? Dem Silber, das zu schnell dem Feuer nachgibt? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es die Schwarzseher, die bei jeder offiziellen Lockerung dann doch noch ein Aber einbringen. Die immer von einer zweiten oder gar dritten Welle sprechen. Die, wenn die Fallzahlen bei Null wären, noch immer rufen würden, aber es könnte ja immer noch einer da sein, der angesteckt ist, ohne es zu wissen. Oder die Verschwörungstheoretiker, die das Notrecht als eine existenzielle Gefahr empfinden, die den Staat als unheimlichen Feind sehen, einen Feind, der das Problem mit dem Virus aufbauscht, um die Bürger besser zu kontrollieren und manipulieren zu können. Ja, man könnte doch da sagen, solche Menschengruppen haben den pfingstlichen Geist sozusagen pervertiert. Das Beflügelnde an ihm wird gefesselt. Es ist dann am Schluss ein Geist der Panik und des Misstrauens. Hier hilft uns Paulus, der schreibt: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist, der der Feuerprobe standhalten kann. Dieser Geist schenkt Kraft, sich nicht so schnell verbiegen zu lassen. Er schenkt Besonnenheit, den Blick für das Ganze, die Verantwortlichkeit beim Abwägen davon, wie viele und welche Einschränkungen nötig sind und welche Lockerungen doch möglich sind. Dieser Geist schenkt uns Liebe im umfassenden Sinn, die pfingstliche, unbedingte Liebe der Gemeinschaft. Mit diesem Geist, der uns geschenkt wird, dem Geist der Kraft und der Besonnenheit und der Liebe, kann unsere Gesellschaft im Feuer der Krise zum Besseren geläutert werden. Wie schön ist doch das Bild. Gott ist der Silberschmied. Er hält uns wie das unvollkommene Silber in die Flammen, bis Gott selber immer mehr sein Antlitz im reiner werdenden Silber erkennen kann. Lasst uns gemeinsam beten. Guter Gott, wir wollen uns von deinem Heiligen Geist leiten lassen und kommen mit unseren Bitten zu dir. Wir bitten für alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Für alle, die Angst haben, die leiden oder die krank sind. Sende aus deinem Geist und das Antlitz der Erde wird nah. Wir bitten für alle, die Verantwortung tragen, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und in den Spitälern. Sende aus deinem Geist und das Antlitz der Erde wird nah. Wir bitten für unsere Kirchen und Gemeinden und für alle Menschen, die dich, Gott, suchen. Wir bitten für alle Einsamen,
für alle Trauernden und für unsere lieben Verstorbenen. Im Vertrauen auf Gottes Geist wollen wir nun miteinander beten, wie Jesus Christus uns beten gelehrt hat. Das Gebet, das alle Christinnen und Christen auf der ganzen Welt miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Zeichen für das Abendmahl stehen da in unserer Mitte. Sie sind immer für uns da, auch wenn wir sie nicht physisch miteinander teilen können. Wir alle hoffen, dass wir am Betag, wenn wir wieder zusammen sind, dass es dann möglich sein wird, mit Ihnen allen hier in der Kirche das Abendmahl teilen zu können. Wir haben nun an dieser Stelle das schöne Lied gewählt, wenn das Brot, das wir teilen, zur Rose blüht. Wir singen das Abendmahl. Ja, liebe Gemeinde, während bei uns die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus Gott sei Dank langsam zurückgeht, bricht leider die Krankheit und diese Pandemie in den ärmsten Ländern dieser Welt erst richtig aus. Und das hat dramatische Folgen. Zum Beispiel sind die Flüchtlinge, die in ihren Lagern ganz eng beieinander sind, auf sich alleine gestellt und dem Virus eigentlich schutzlos ausgeliefert. Sie können unmöglich 2 Meter Distanz zueinander haben. Kleinbauern und Tagelöhner haben durch diese Pandemie Einkommen verloren.
Und das bedeutet, sie können ihre Familien überhaupt nicht mehr ernähren. Deshalb haben wir als ökumenische Gemeinde Männedorf hier beschlossen, dass wir 1000 Franken an das Hex zur Nothilfe dieser Menschen überweisen werden. Bitte unterstützen Sie auch mit Ihrem Beitrag die Möglichkeit, am Hex die Not zu lindern. Das nächste Lied beginnt mit den Worten: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. An Pfingsten wollen wir uns nicht nur daran erinnern, wie damals der Heilige Geist auf die Menschen kam, sondern wir wollen uns bewusst werden, dass dieser Heilige Geist gerade heute, dass er jetzt da ist, dass dieser Heilige Geist von damals jetzt erfahrbar ist. Und das, liebe Gemeinde, nicht nur hier in der Kirche, sondern auch bei Ihnen zu Hause, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Segen. Der Herr segnet uns und behütet uns. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über uns. Er ist uns gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf uns und schenkt uns seinen Frieden. Amen.